In diesem Video geht es mal um ein Thema, wo eigentlich wenig Leute sprechen, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Ja Leute, es kam jetzt über eine Woche kein Video von mir, das hat folgenden Grund gehabt. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen hören. Mich hat es total erwischt, ich war komplett flach gelegen, über eine Woche jetzt. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung. Ja Leute, ich hatte die Männergrippe, jeder kennt's, jeder weiß, wie schlimm die ist. Nein, Spaß beiseite, mich hat es total erwischt, aber ab heute geht's wieder fleißig weiter mit neuen Videos, mit neuen Tutorials. Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich, denn bevor ich das Video jetzt komplett, also richtig starte, erstmal fetten Dank an euch. Ich habe letztens wieder auf meinem Kanal geschaut, 98 Abonnenten und mein anderes Video schon fast 5500 Klicks, also richtig fetten Dank, Leute. Ja, jetzt haben wir fast die 100 Abonnenten erreicht. Ich bin schon ganz gespannt. Eigentlich wollte ich ja für die 100 Abonnenten so ein kleines Special-Video machen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich überhaupt schaffe, weil jetzt sind wir schon 98 Abonnenten, also es fehlen nur noch zwei. Und ob ich das bis zu den 100 Abonnenten pünktlich schaffe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt was richtig Cooles für euch als kleines Dankeschön. Davon will ich noch nicht zu viel verraten, deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch schon Musik produziert, weil es so in die Richtung geht für die Leute, beziehungsweise das Special-Video geht eigentlich so an die Leute, wo ja Musik produzieren. Ja Leute, wie gesagt, vielen Dank echt an jeden Einzelnen von euch. Ich kriege auch zahlreiche Nachrichten über Instagram und über YouTube, beziehungsweise unten in die Kommentare, sogar auf meinem anderen Kanal. Finde ich richtig cool und das war eigentlich der Zweck, warum ich den Kanal eröffnet habe, um den Leuten ein bisschen so zu helfen, sage ich mal, beziehungsweise so zu unterstützen oder so mal die Einführung zeigen in das DJ-Business. Beziehungsweise ich bin ja auch noch kein Profi oder ich bin kein Profi, aber ich will euch einfach ein bisschen unterstützen, ein bisschen deutschen Content bringen, das habe ich euch schon gesagt. Ja, für die Leute, die zum Beispiel frisch anfangen oder generell mal so wissen wollen, wie das alles so funktioniert, ja, als DJ und so weiter. Für das ist genau dieser Kanal da, um solchen Content zu bringen. Und bis jetzt feiern es richtig viele Leute, also wie gesagt 98 Abonnenten. Gut, man soll ja nicht immer auf die Zahl schauen, aber ich finde es cool. Und genau, und zwar in diesem Video geht es mal um ein Thema, wo eigentlich wenig Leute sprechen, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Und zwar, wie viel verdient ein DJ? Ich rede jetzt nicht vom Profi-DJ, sondern mir selber. Das heißt Anfänger, ersten Hauspartys, Clubbesuche und so weiter. Es wird zwar, oder es wird eigentlich fast gar nicht darüber geredet, aber ich will euch mal sagen, so grob, ja, das Budget oder das Gehalt, was ihr dann bekommt, spricht nicht zu 100% zu. Das heißt, ihr bekommt nicht genau das, was ich euch jetzt sage, sondern ich will euch einfach mal erklären, was man so verdienen kann als Anfänger, so wie ich. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf Privatpartys auflegt, kriegt ihr viel weniger meistens als wie auf in Clubs. Der Grund ist einfach nur, Privatpartys ist es halt meistens so, man wird über Freunde, das heißt, wie so ein Teufelskreis, wird man weiterempfohlen, wenn man gut ist natürlich und die Musik auch mag. Und dann sagen die Leute, hey, ich habe nicht so viel Geld oder würdest du auch für das Budget oder für das Gehalt, sag ich mal, auflegen, könntest du mir einen Gefallen tun oder. Hatte ich oft genug. Viele haben mich angeschrieben, hey, kann ich auch knallhart sagen, für 50 Euro habe ich gesagt, hey Leute, überhaupt kein Problem. Ich will ja das machen, was mir Spaß macht und die Musik macht mir Spaß. Und da ist mir das Geld erstmal, ja, an zweiter Stelle. Klar, man soll auch damit ein bisschen was verdienen, aber man soll jetzt nicht nur gerade ausschauen und sagen, hey, ich will 200, 300 Euro oder 500 Euro, sondern ich mache es halt so freundschaftlich. Zum Beispiel bei Freunden habe ich auch schon kostenlos aufgelegt. Die haben halt dafür gesagt, hey, du bekommst Getränke umsonst, du bekommst was zum Essen, du bekommst die, ja, vielleicht auch mal ein bisschen Taschengeld noch dazu oder ein kleines Geschenk oder was weiß ich. Ja, das will ich euch auch so weitergeben, weil Leute, schaut es nicht nur aufs Geld, sondern macht es auch mal so auf freiwilliger Basis und zumindest bei Hauspartys oder bei Freunden oder bei Geld und Freunden hört ja meistens die Freundschaft auf, heißt der Spruch ja so. Und hatte ich auch schon hinter mir, gab es auch schon viele Probleme damals. Deswegen, wenn euch Freunde fragen und ihr einigermaßen Erfahrung habt, ja, macht es einfach mal auf Freundschaftsbasis. Ich finde, das gehört sich einfach so unter Freunden. Ja, weil in Clubs ist es wieder ganz was anders. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber ich kann euch nur empfehlen,
wenn ihr irgendwelche Leute habt oder so. Zum Beispiel bei mir letztens. Ich hatte meine eigene Geburtstagsparty und ich wollte unbedingt selber auflegen. Und ja, soll ich mir selber Geld geben? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich halt gesagt so, hey, ich schmeiß auf meiner eigenen Party die Mucke, also die Musik, und unterhalte die Leute. Klar habe ich dann ab und zu so eine Playlist reingeschoben, dass ich mit meinen Leuten auch ein bisschen quatschen kann, ein bisschen was trinken kann, ein bisschen feiern kann. Aber so einen großen Teil habe ich selber aufgelegt. Klar kommen dann immer Leute so, hey, lass mich auch mal, ich will auch mal. Und das finde ich halt cool, weil die dann so sagen so, hey, das ist richtig cool, was du machst. Zeig mir das mal. Und so habe ich auch wieder ein bisschen das Interesse von denen geweckt. Ja, deswegen haben auch schon viele damit angefangen, ein bisschen DJ-mäßig oder hobbymäßig DJ zu machen. Macht es auch mal so unter Freunden, weil so spricht sich das wieder rum. Ich habe zum Beispiel letztens auf einer Party aufgelegt von einer Freundin von mir. Die hat mir gesagt so, hey Luis, deine Musik gefällt mir, würde richtig gut passen auf der Party von mir, die ich mir so vorstelle. Sie hat eine fette Location gemietet, schön am See unten, richtig schöner Ausblick. Und hat so gesagt so, hey, ich habe leider nicht so viel Geld auf der Seite, ich bin Student. Habe ich gesagt, hey, langsam, wir müssen nicht immer gleich über das Geld reden, sondern ich will, dass ihr Spaß habt, ich will, dass ich selber Spaß habe. Und das ist für mich einfach so das Wichtigste. Und dann hat sie mir halt ein bisschen was gegeben, habe ich gesagt, hey, passt schon, alles in Ordnung, ich habe dafür Getränke umsonst bekommen. Und jetzt rechnet euch das mal aus, sagen wir mal, ein Bier kostet ungefähr so 3-4 Euro im Club oder generell auf einer Party oder in der Bar. Und dann trinkt man mal seine 3, 4, 5 Stück, sind wir auch schon bei 20 Euro. Das heißt, so müsst ihr, oder das dürft ihr auch nicht vergessen, das kostet ja auch wieder alles Geld, was der Veranstalter oder dein Kumpel, der die Veranstaltung plant, zahlen muss. Und deswegen ist das halt immer so das Minimum, was die Leute dir geben dafür. Zum Beispiel jetzt in Clubs ist es so, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn euch ein Clubbetreiber oder ein Veranstalter anschreibt, hey, würdest du bei uns auflegen? Habe ich euch ja im letzten Video auch schon gesagt, schaue ich erstmal, passe ich in die Schiene, wird da die Musik auch abgespielt oder feiern die Leute überhaupt so eine Musik? Das bringt mir halt wenig, wenn ich in einem Hip-Hop-Schuppen Elektro auflege, das macht überhaupt keinen Sinn, da werde ich auch keinen Spaß daran haben und die Gäste genauso wenig. Ja, deswegen habe ich in meinem DJ-Karriere bzw. in meiner Laufbahn jetzt schon mehrere Gigs hinter mir, also mehrere Auftritte, und ich kann euch sagen, als Anfänger, also so wie ich, verdient man grob zwischen 100 und 300 Euro. Es variiert natürlich immer vom Veranstalter. Es gibt Veranstalter, die sagen Festpreis. Andere Veranstalter sagen, ja, man kann ein bisschen verhandeln noch. Zumindest, oder zum Beispiel, ja, die Anfahrt oder so bezahlt er auch noch. Das heißt, den Sprit oder die Zugfahrt oder, ja, bis jetzt war es bei mir nur der Sprit, weil ich immer meistens nur hier im Umkreis aufgelegt habe. Ja, und das sind halt so die Preise, was man so als DJ-Anfänger oder generell als DJ verdienen kann. Es kann natürlich auch mehr sein, es kann natürlich auch weniger sein, obwohl weniger als 100 Euro in dem Club wäre schon ein bisschen madig, würde ich mir nochmal überlegen. Außer ihr seid halt so ein Typ, wo ihr sagt so, hey, scheißegal, auch für 0 Euro. Ja, und das sind halt ungefähr so die Preise, was man im Club erwarten kann. Klar, meistens bekommt man halt immer die Getränke und vielleicht noch was zum Essen. Meistens gibt es ja in Clubs nichts zum Essen, aber ich sage mal, Getränke sind meistens immer for free. Das heißt, die kriegt ihr immer gestellt, ihr könnt so viel trinken, wie ihr wollt. Aber Leute, achtet drauf, dass ihr nicht zu viel trinkt, weil wenn ihr ja einen guten Pegel erreicht habt, dann wird es natürlich schwierig aufzulegen. Ist mir auch schon passiert, aber nicht in einem Club, sondern auf einer Geburtstagsparty. Und das war echt lustig, aber ich habe es ein bisschen übertrieben. Deswegen schaut ein bisschen drauf, was ihr trinkt, kennt eure Grenzen, wenn ihr auflegt, weil ihr könnt nicht zum Beispiel euch voll zulaufen lassen im Club, wenn ihr der DJ seid und irgendwann keine Kontrolle mehr habt, wenn ihr betrunken seid oder so, ja, dann sagt der Veranstalter so, hey, ich gebe dir zwar den Alkohol oder die Getränke umsonst, auch Wasser und sowas, aber du sollst dich ja hier nicht zuschütten, sondern du sollst ja in dem Sinne arbeiten für uns, dafür kriegst du ja Geld. Ja, ich wollte euch einfach mal sagen, was man so verdienen kann. Wie gesagt, die Preise variieren zwischen 100 und 300 Euro. Klar, in größeren Clubs kann man auch mehr verdienen, 500 Euro, 600 Euro. Ja, ich werde euch auch in Zukunft, wenn ich meinen nächsten Gig habe, mal mitnehmen, so hinter die Kulissen, Vorbereitung, was nehme ich alles mit, ja, welche Musik spiele ich, weil das ordne ich dann sozusagen auch nochmal, bevor ich auflege. Muss ich mein Equip mitnehmen oder ist da schon Equip vorhanden? Das Einzige, was ich immer mitnehme, das weiß ich jetzt schon, sind Kopfhörer und mein USB-Stick.
Das ist immer das, was ein DJ immer braucht, egal wo ihr seid oder egal wo ihr auflegt. Ja Leute, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, packt es echt gerne unten in die Kommentare oder schreibt es mir eine Privatnachricht auf Instagram. Wie gesagt, da bin ich am aktivsten unterwegs. Wer mein Instagram noch nicht kennt, ist hier unten in der Infobox verlinkt. Und schreibt mir da gerne, ich beantworte echt so gut wie jede Nachricht. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem anderen Kanal einen neuen Mix hochgeladen. Ist auch unten verlinkt, beziehungsweise mein zweiter Kanal. In diesem Sinne, Leute, war es das eigentlich mit diesem Video. Ich hoffe wie immer, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und peace.